So, bitte vorlesen. Sei f von x ist gleich c mal x hoch n. Berechnen Sie c und n, wenn der Graph von f durch p und q geht. Gut, so, wie geht das? Wie geht das? Das solltet ihr wissen in der Zwischenzeit. Ja, bitte. Und den y-Wert auch. Ja, und wie mache ich das? Ja, bitte. Ja, y ist gleich c mal 1 hoch n. So, ich setze da den Punkt 1, 2 ein. Wie sieht es dann aus, wenn also ich den Punkt... Also 2 ist gleich c mal 1 hoch n. Und das kann man dann jetzt... Stopp. Was machen wir mit dem zweiten? Das kann man dann in eine andere Gleichung, also in dieselbe, nur in eine andere Gleichung dann aufstellen. Und das ist dann 8 ist gleich c mal 2 hoch n. So, was folgt denn hieraus, wenn da steht 2 gleich c mal 1 hoch n? Was folgt da draus? Was ist 1 hoch n? 1 mal 1 mal 1 mal 1, was gibt das? Ja? 1. Also steht hier 2 gleich c mal 1, also c gleich 2. Was kann ich mit der Information machen? Ja, bitte. Und nein, gibt hier? 8 ist gleich 2 mal 2 hoch n. Oder, ja bitte. Nee. Ja? Wir können dann jetzt minus 2 machen. Und Vorsicht! Geteilt durch 2. Dann haben wir 4 ist gleich 2 hoch n. Oder n gleich. Logarithmus zur Basis 2 mal 4. Und das ist 2. Ja. So, damit folgt die Funktionsgleichung. Daraus folgt, dass y ist gleich 2, das ist diese 2. Mal x hoch 2. Das ist die Funktion. Muss jetzt aufpassen, ein bisschen unpassend, dass hier vielleicht zwei verschiedene Zweier sind. Also das heißt, ich nehme jetzt diese 2, mache ich mal lila, dann ist diese 2 ja auch lila, während die 2 hier dann die weiße 2 ist. Gibt es da Fragen dazu?